Leute, diese Folge How to be a YouTuber wird ein bisschen anders sein als alle anderen, deswegen nicht überrascht sein, das ist gewollt so. Los geht's. YouTube, unendliche Weiten, und in den Jahren, seitdem es schon existiert, mussten einige Kanäle dran glauben. Alberto, Waititi, die Außenseiter, Apple War fucking Pictures. Und es gibt weitere gute Kanäle, die seit Monaten nichts mehr hochladen. Nun auch Alblali. Oh, buhu. Was? Nein, nein, das nehme ich nicht hin! Es lebt! Hey du Arschloch, Victor, mach doch noch Videos! Was? Natürlich, das weiß ich doch! Was geht ab, Elite? Zeost hier! Ja, Leute, auf Twitter und auf YouTube wurde mir öfter mal ein How to be Vic vorgeschlagen und mein erster Gedanke war so: Hey, ich hab doch schon ein How to be Ablali gemacht. Ich meine, mehr als da habe ich eh nicht zu sagen. Aber dann kam mir so: Moment, eigentlich habe ich sogar sehr viel zu Vic zu sagen. Ja, lass machen, Mann! Also schauen wir uns in diesem Video an, wie Ablali zu Vic wurde, und dazu brauchen wir nur 5 Schritte und. Los geht's! Schritt 1 ist ganz klar der. Excuse me, what the fuck? Schritt 1 ist ganz klar der Content. Und wie sich dieser verändert hat, hätte man sogar schon in den alten Videos erkennen können. Ohne Witz, ich bin als Comedy-YouTuber so neidisch auf Let's Player. Bei denen ist einfach nur: Heute werde ich zocken. So, heute mal wieder zocken. Was werde ich wohl heute tun? Ach ja, zocken. Moment, hat der gerade Gronkh gedisst? Nee, das war nur Sturmwaffe. Ja gut, dann passt's nochmal, dann ist ja alles okay. What? Na gut, aber wie sieht der Gaming-Content von Vic denn jetzt nun so aus? Schauen wir mal rein. Willkommen zu Smash Brothers und heute haben wir eine kleine Challenge für euch vorbereitet. Leute, guck mal, ich spiele Gitarre. Oh yeah. Wenn ich irgendwann mal einen Sohn habe, Leute, werde ich ihn erstens Ness nennen und den zweiten Lukas. Das Ding ist, ich werde dir auch genauso kleiden. Ich werde bei H&M diese Klamotten suchen. Kann ich jetzt diesen Sprung mal schaffen oder so? Ich bin immer kurz davor. Bitte. Mach. Wollen wir wieder keine englischen Wörter Herausforderung machen? Oh, eine brillante Idee. Ein brillanter Einwurf. Königlich. Klar könnte man jetzt sagen: Wow, Victor, von aufwendigen Comedy-Videos zu super simplen Videos wie Let's Plays und Reaction-Videos. Juhu. Aber ich finde schon, dass er nach wie vor sich sehr viel Mühe gibt bei der Bearbeitung der Videos. Und es scheint ihm auch wirklich Spaß zu machen und es ist nicht das, was wir alle auf YouTube sehen wollen. Ich glaube aber, dass wir alle wieder alle Tells wollen. Tja, ich glaube, du bist ein Keck. Schritt 2 ist der Humor, und versteht mich da nicht falsch. Humor kann sich wirklich verändern, und zwar wirklich drastisch in eine Richtung. Aber ich kenne Victor, weiß Gott, nicht gut genug, um jetzt irgendwie in seine Psyche reinsehen zu können. Oh, was haben wir denn da? Oh, schäm dich, junger Mann. Nee, alles, was ich sagen kann, ist halt eben mein Eindruck, wie sich der Humor verändert hat. Vor ein paar Jahren war der sehr freundlich und kindlich und heute ist er eher so ein bisschen in die frechere Schiene reingeraten. Ehrenlos. Yeah, News Time. But I'm no Nazi, I'm no Nazi. No Nazi, da freut er sich. Okay. Ich glaube, er hasst uns. Aber nur, weil ich Deutscher bin. Near vacation? What do you want from me? Are you gay? Why are you asking? Because I like gay people. Why are you asking? Xela, I found that Zephyr. Warum sieht das aus wie ein Hund? Ohne Witz, Leute, oder ist es eine Katze? Das ist ein Fuchs. Wow. Why does this building look like a cat? Oh yeah, it's a dog. Nein, no, it's definitely a cat. La 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 la. No. Nein. Tut mir leid, Victor, ich möchte lieber auf dem Motorroller sitzen. Ui, das macht Spaß. Oh, er kann ja doch noch kindlich sein. Nee, schwarzen Humor haben wir ja ein bisschen irgendwie alle in uns, aber es hat unsere Entscheidung, wie viel gehen wir davon preis, weil wir wollen ja keinen irgendwie beleidigen oder so. Sagt der für den Anfangsjoke Alblalis Leiche ausgebuddelt hat. Ah, oh, scheiße. Das war doch nur ein Spaß, Mann. Das war Ironie, Leute, das war Ironie. Schritt 3 sind die Ausraster, die früher noch ganz selten vorkamen, aber jetzt. Ja, hu, ha, hu, hey, hu. Natürlich, knall ich doch ganz raus. Nein, hält. Ich will diese Kontrolle zerstören. Warum hältst du dich denn fest? Ich bin extra rechts gesprungen, damit du sicher nicht an die Stange bist. Verdammte. Schnell. Nein, jetzt bin ich darauf gesprungen. Habt ihr das gehört, Leute? So fappe ich. Und ab dieser Stelle wurde das Video ab 18 Jahren gestellt. Obwohl, dann müssten die Videos in Kategorie ab 100 sein, aber nur in Begleitung der Eltern. Schritt 4 ist die Leidenschaft. Früher war das Metal und YouTube generell. Aber in den Anfangsjahren waren ja alle YouTuber so: Wir sind YouTuber, wir halten zusammen, wir gegen das Fernsehen, können wir das schaffen? Yo, keine Ahnung, Bro. Was ist denn da los? Hör doch mal auf zu bohren jetzt hier. Ich muss Geld verdienen. Jetzt geht die Leidenschaft eher so Richtung Gaming. Also, Victor war schon immer Gamer, also das mochte er schon immer. Aber halt jetzt so richtig. Mario Odyssey durchspielen, ohne ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Also, man kann
Man kann Kindern schon etwas genau dieselbe Stelle. Nein! Was passiert? Doch dann nach einer Woche ständigen Probierens. Oh mein Gott, mein Puls. Oh, eine Woche hat das gedauert. Das war wirklich mit Abstand die krasseste Challenge meines Lebens. Das war schon echt geil. No Damage habe ich noch nie probiert und nach dem Video traue ich es mich auch gar nicht mehr. Ich war doch eher der Speedrun-Typ. Meine Bestleistung bei Super Mario 64 war 1 Stunde und 11 Minuten, obwohl ich da schon ein paar Glitches benutzt habe, aber die sind in der Regel auch erlaubt bei Speedruns. Heutzutage müsste ich erstmal wieder üben. Ich habe das Ganze zum größten Teil verlernt und mache saublöde Fehler. Sehr schön. Naja. Also, Leidenschaft hat sich verändert, aber ist nach wie vor vorhanden. Doch kommen wir nun zum Finale. Jetzt muss doch mal ein bisschen Kritik hakeln. Ja, ich finde es schade, dass Victor keine Comedy-Videos mehr aktiv macht. Aber andererseits kann ich schon verstehen, weil Comedy-Videos auf YouTube zu machen, ist ein super ungnädiges Genre. Dennoch finde ich einfach, das sind die besten Videos auf YouTube und ich finde, die sind so super kreativ und unterschiedlich einfach. Und ich ärgere mich total, dass es halt davon immer weniger auf YouTube gibt. Andererseits habe ich den Eindruck, dass sich Victor jetzt einfach viel wohler fühlt. Früher stand ja sehr im Fokus, hat sehr viel komische Kritik bekommen. Irgendwas mit frauenfeindlich, schwulenfeindlich, rassistisch und ganz komische Dinge. Ich habe keine Ahnung, wie man auf solche Behauptungen kommt und ich würde auch nichts davon wissen, würde er nicht in seinen eigenen Videos darüber reden. Doch jetzt ist er eher wieder mit seinen Zuschauern unter sich und ich kann mir gut vorstellen, wie gut das tut, weil hier ist es ja genauso. Wir sind hier ganz unter uns und ich finde es auch super schön. Ich genieße das sehr. Also habe ich letztes Jahr im August, also nach der Gamescom, ihm gesagt, dass ich alle Veränderungen trotzdem gut finde. Vic, weißt du das überhaupt noch? Weil wir waren ja schon ganz schön blau, ne? Guten Rat zu erkennen und dann auch umzusetzen ist oft nicht sehr einfach, aber wenn man es schafft, zahlt sich auf alle Fälle aus. Deswegen viel Glück auf deinem weiteren Weg und das wird schon. Wow. Leute, ich bin jetzt online auf Twitter. Schaut gerne mal rein. Ich habe keine Ahnung, was wir zocken werden, aber irgendwas mit euch am besten. Link wie immer in den Kommentaren angepinnt. Und wenn ich euch unterhalten konnte und ihr mich unterstützen wollt, dann... Du musst liken und abonnieren, sonst wird der CEO die Fresse polieren. Was? Nein, das würde ich niemals tun. Willkommen in der Endcard für How to be Rezo hier drüben klicken. Gibt aber auch noch andere YouTuber. Bitte mal alle Folgen abchecken, bevor man wirklich neue Vorschläge in die Kommentare schreibt. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen zum Lachen bringen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich auf alle Fälle wieder am Samstag. Bis dann noch viel Spaß auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao, ciao. Juhu. Der macht mich fertig.